Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute, Mickey Krause war an Bord, großartige Bilder. Dann, die kleinen Kinder werden zu kleinen Helden, toller Bericht. Und drittens, wie funktioniert eigentlich eine Kameradrohne? Viel Spaß! Und es ist wieder Oktoberfestzeit und bei uns auf den Schiffen sehen wir zu, dass wir jedem sozusagen seine Heimat bieten. Die, die Oktoberfest feiern wollen, können feiern, die Ruhe haben wollen, können Ruhe haben. Und bei uns war Mickey Krause an Bord. Und da ging es so richtig ab. Guck mal. Jetzt geht's los, hier ist Mickey Krause, ich bin auf der AIDA Prima. Es schwankt ein wenig, aber gleich geht's los. Mickey Krause hier im Theatrium. Viel Spaß. Mega geil! Sensationell, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich dachte schon, ich bin auf Mallorca und auf dem Oktoberfest in München, Stuttgart oder sonst irgendwo. Also AIDA Prima Oktoberfest war sensationell. Und immer wenn es an Bord den Workshop Kleine Helden gibt bei uns, dann ist es wirklich toll zu sehen, wie aus den Kindern wirklich kleine, mutige Helden werden und wie viel Spaß sie dabei haben. Guck mal. Hallo, ich bin der Jascha, ich komme aus Berlin und bin der Gründer und Leiter der Kleinen Helden Deutschland. Mein Name ist Julian, ich komme auch aus Berlin und ich arbeite zusammen mit dem Jascha für das Projekt Kleine Helden. Kleine Helden Deutschland gibt es jetzt seit 10 Jahren. Ich war ja auch mal bei der Polizei 25 Jahre davor. Und auch Präventionsbeauftragter. Und nachdem ich aufgrund eines Dienstunfalls da ausgeschieden bin, haben mich aber viele gefragt, hey, willst du dich jetzt noch weitermachen mit den Kindern? Das war toll. Und da habe ich das eben auch für Kinder von 5 bis 9 Jahren ins Leben gerufen und bringe den Kindern bei ein bisschen Selbstschutz, Selbstbewusstsein und ein bisschen Selbstsicherheit, die man ja braucht als Kind heutzutage, wenn man auch mal alleine auf der Straße unterwegs ist. Und wir müssen einfach die Sachen aufgreifen, die Eltern ihren Kindern sagen, nämlich lass dich nicht ansprechen, geh mit niemandem mit, steig zu keinem ins Auto. Das darf man nicht nur sagen, das meine ich, das musste man auch mal als Kind trainieren, weil doch immer wieder was passiert. Ne? Wir kriegen das mal mit, das was gehört und man merkt natürlich auch, was haben die Kinder dann gemacht und die waren eben sehr vertrauensselig oder haben sich nicht getraut, mal Nein zu sagen gegenüber von den Erwachsenen und das trainieren wir mit den Kindern. Grundsätzlich machen wir sowohl mit den Kindern als auch mit den Jugendlichen später erstmal so ein paar Grundsätze, nämlich den richtigen Stand, die richtige Stimme laut einzusetzen, sich mit den Armen erstmal zu schützen, dass man so ein gewisses Standing hat, dass ich einen Auftritt habe, dass ich mein Selbstbewusstsein nach außen bringe. Das brauche ich eigentlich, ob ich nun 6 bin oder 16. Das kann ich immer gut gebrauchen. Und dann geht es natürlich darum zu sagen, was passiert in den jeweiligen Altersgruppen. Wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, dann ist es so, dass man sagt, wie kann ich mich vielleicht, wenn mich jemand anfasst, wegziehen will, wie kann ich mich da befreien, kann ich mich auf den Boden setzen, kann ich trampeln, kann ich laut sein, wegrennen, aufstehen. Da trainieren wir die kleine Heldenrolle, wie komme ich gut zur Seite weg. Das ist es, dass man einfach sich selber ein bisschen in seiner Körperlichkeit erlebt, dass man schaut, dass ich etwas kann und dass ich vielleicht gegen einen Erwachsenen natürlich nicht gewinne, aber dass ich mich auch nicht verstecken brauche und auch als Kind eine gewisse Kraft habe, die ich rausbringen kann. Die Bösen haben nichts zu melden, denn wir sind... Viele unserer Kamerateams schicken uns immer fantastische Bilder, Aufnahmen von Drohnen gemacht. Und wie das funktioniert, das erklären wir euch gleich. Übrigens,
Sie hat damit was zu tun. Hast du die Drohne irgendwo hier? Hast du die irgendwo versteckt? Wir haben was für dich vorbereitet, damit unsere Gäste auch sehen, was man so als Drohnenpilot den ganzen lieben langen Tag macht. Wir haben etwas vorbereitet, das klingt schon gemein. Ja, aber wir sind ganz, ganz artig. Und für alle, die jetzt auch Drohnenpilot werden wollen, ich kann das nur empfehlen. Film ab, sage ich da. Und wenn ihr mehr wissen wollt über das Arbeiten an Bord, dann meldet ihr euch bei uns. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Reisen, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes nach Fuerteventura und Lanzarote. Als nächstes besuchen wir Gran Canaria. Noch ein Halt auf Madeira und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Teneriffa. Neulich hatten wir Gäste zu Besuch. Die haben sich mal angeguckt, wie bei uns gearbeitet wird, wie es so hinter den Kulissen von AIDA Entertainment aussieht. Und die hatten richtig Spaß. Und was mir ganz toll gefallen hat, ist, alle gucken sie dieses Magazin. Und besonders für euch diese Woche die Bilder der Woche, die schönsten Bilder der Woche von unseren Schiffen und die tollste Musik. Viel Spaß! Your fears aside, and you know you can see.